Ja, hallo, ich bin Robert Behrendt, arbeite bei Mediale Pfade als politischer Bildner und Medienpädagoge und habe die OER-Werkstätten für Lehrkräfte der politischen Bildung in Berlin mitkonzipiert. Ich freue mich, dass heute Fabian Steininger zu Gast da ist. Er ist Lehrer an der Lina Morgenstern-Oberschule und war auch Teilnehmer in den OER-Werkstätten. Genau, wir haben hier Ende 2020 sowohl in Präsenz als auch remote vor allen Dingen freie digitale Bildungsmaterialien, sogenannte Open Educational Resources, produziert. Genau, Ziel war es vor allen Dingen für das Fernlernen an Schule mit unterschiedlichen Tools digitale Bildungsmaterialien zu erstellen, die unter freier Lizenz laufen, das heißt, die im Anschluss unkompliziert durch Lehrkräfte des Faches Politik deutschlandweit genutzt werden können. Fabian, du hattest an den Workshops damals teilgenommen, hast auch tatsächlich ein bisschen Vorwissen da schon mit eingebracht, soweit ich mich erinnere. Stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl mir kurz, an was du dich noch erinnerst, sei es jetzt Ergebnisse oder Learnings von den Workshops damals. Okay, ja, hallo, ich bin Fabian Steininger. Ich bin Lehrer für Geschichte bzw. Geisteswissenschaften, nee, das heißt eigentlich Gesellschaftswissenschaften und Politik an der Lina Morgenstern Oberschule. Genau, und ich habe damals an den OER-Workshops teilgenommen. Was mir davon vor allem in Erinnerung geblieben ist oder was ich davon sehr stark mitgenommen habe, war zum einen die Nutzung verschiedener, also die Anpassung verschiedener Tools, die es gibt, auf verschiedene Unterrichtsschritte. Also, welche kann ich gut nutzen in Einstieg? Welche kann ich gut nutzen in der Erarbeitungsphase? Welche kann ich gut nutzen, um eventuell dann eine Urteilsbildung oder ähnliches vorzunehmen? Und zum anderen hat es bei mir selbst halt einen Lernprozess, denke ich, oder ein ja, Interesse hervorgerufen, mich stärker mit dem Thema digitale Didaktik auseinanderzusetzen, da ja natürlich im Fernunterricht einfach die klassische 45-Minuten-Einheit, die ja mit diesen drei gerade eben schon auch erwähnten Schritten immer geplant ist, die halt mal, die ist nicht mehr möglich im Fernunterricht und deshalb einfach die Frage, wie kann da Didaktik in Geschichte vor allem und Politik, wie kann das darauf reagieren? Wie kann man da das erweitern, neu denken? Da werde ich ganz zum Schluss tatsächlich auch noch mal ein bisschen nachbohren. Das interessiert mich nämlich auch besonders. Ich habe das Wort auch so ein bisschen hier bei uns bei Mediale Pfade mitgenommen, habe es noch mal ein bisschen variiert. Die Didaktik der digitalen Distanz. Ich dachte nämlich, Hashtag DDDD 2020 gibt es noch nicht. Genau, aber da kommen wir noch mal drauf zurück, auf die digitale Didaktik. Ganz kurz. Wie hat denn die Situation mit Corona, diese pandemische Situation, in der wir gerade stecken, eigentlich deine Arbeit in Remote verändert? Die hat sie natürlich komplett verändert, dadurch, dass wir ganz in Remote gekommen sind. Und vor allem, sie hat sie ja auch immer wieder in verschiedenen Schritten verändert. Also wir waren recht lange zunächst in Präsenz ja doch, wo dann alle doch da waren. Einige dann allerdings schon dort zu Hause blieben, also SchülerInnen mit Familienmitgliedern, vor allem aus Risikogruppen, die blieben dann aus genau, Ansteckungsgründen zu Hause komplett. Das heißt, da mussten dann schon seit Beginn des Schuljahres Einzelne komplett online beschult werden, beziehungsweise die dann halt in Einzeltreffen vielleicht auch mal in Präsenz kommen konnten. Dann sind wir ja in dieses Wechselmodell gegangen. Da waren dann neue Herausforderungen, also dass man dann immer eine Gruppe da hat, 3 Tage pro Woche. Und die mussten dann halt quasi auch beschult werden für die Tage, wo sie nicht dort waren. Das war allerdings dann im Wechsel von Präsenz und Online. Das war nochmal eine andere, so ein zweites Modell irgendwie, für das es auch ganz eigene Herausforderungen gab. Und dann schließlich, als die Schulen komplett zu waren, gab es noch dieses dritte Modell, wo dann eigentlich alles nur noch online lief. Insofern gab es da halt eigentlich für mich so drei Szenarien und jede mit ihren ganz eigenen Herausforderungen. Und das hat natürlich, genau, das gesamte Herangehen an Unterricht dann halt schon sehr stark verändert. Ja, wie habt ihr es denn geschafft, über diese lange Zeit tatsächlich die Aufmerksamkeit eurer Schülerinnen auch in den digitalen Lernumgebungen aufrechtzuerhalten? Das
weiß ich nicht, ob wir das wirklich wunderbar gut hinbekommen haben. Es haben sich so bestimmte kleine Methoden herausgestellt. Also zunächst mal ein kleines Morgentreffen zu haben, in dem alle zunächst mal für 15 Minuten zusammenkommen, in dem besprochen wird, ein kleines Check-in zu machen mit allen, wie es ihnen geht, was sie am Tag vorher gemacht haben, einfach mal miteinander in Gespräch zu kommen, auch um diese Beziehungsebene nicht abbrechen zu lassen und dann zu besprechen, was an dem Tag zu tun ist und dann im Grunde genommen das so in den Klassenleitungen immer gemacht und dann im Fachunterricht war es dann eher wieder halt so die üblichen Sachen wie Online-Unterricht, ne, Kommunikation über Padlets, über E-Mail, über andere Sachen. Allerdings hat sich dabei halt herausgestellt, dass vor allem jetzt, als die SchülerInnen jetzt wieder dann teilweise in Präsenz gekommen sind, dass der Großteil schon sehr erleichtert war, auch wieder physisch vor anderen Menschen und also sowohl vor den LehrerInnen als auch vor den Klassenkameradinnen dann halt zu stehen, mit denen in Interaktion zu treten. Ja, das glaube ich gern. Hat denn die Frage der technischen Infrastruktur dabei eine große Rolle gespielt? Also inwieweit müssen wir die voraussetzen, dass sie funktionieren, oder müssen wir einfach lernen, in Schule zu improvisieren? Ich denke sowohl als auch. Also man muss eine gewisse Infrastruktur muss man voraussetzen. Also ein Endgerät, mit dem ich zum Beispiel an Videomeetings teilnehmen kann, muss eigentlich eine Voraussetzung sein, von dem eigentlich fast alles ausgeht. Auch eins, mit dem ich auf bestimmte Lernmanagementsysteme zugreifen kann. In Berlin nutzt man ja den Lernraum. Genau, das muss eigentlich vorausgesetzt werden. Das wurde auch schon in der ersten Phase der Pandemie, nämlich letztes Jahr im März, wurden diese Regeln quasi oder diese ganzen Sachen schon halt durchgespielt. Und das konnte man eigentlich auch voraussetzen. Hingegen gibt es natürlich da unendliche Sachen, ne? Also von wie gehe ich genau mit gemeinsamen, also vor allem bei der Nutzung von bestimmten Tools oder sowas, da ist es natürlich schwieriger. Das ist aber dann auch weniger vielleicht technische Infrastruktur, sondern halt einfach auch ja, digitale Fähigkeiten. Ne? Also wie nutze ich ein Padlet? Wie nutze ich ein gemeinsames Pad? Wie kann ich zum Beispiel Arbeitsblätter auch mit Adobe Creator oder mit ähnlichen Programmen halt ausfüllen und muss sie nicht ausdrucken? Wie kann ich zum Beispiel bei Tablets, wie kann ich da die Stifte nutzen, um dort halt irgendwie quasi Arbeitsblätter zu bearbeiten? Bis halt hin zu so ganz simplen Sachen, wie mache ich eine Rechtschreibprüfung in meinem Word-Processor an? Das waren dann auch alles Lehrgegenstände von euch. Das heißt, ihr habt da im Grunde genommen auch ja, technische Fertigkeiten geschult, Medienkompetenz geschult. Ja, auf jeden Fall war zwangsläufig, weil natürlich halt die Medien, ja, Nutzung oder die Nutzung dieser bestimmten Tools war immer ja auch eine Grundlage dafür, dass dann quasi inhaltlich gearbeitet werden konnte. Aber das musste halt auch immer wieder angeleitet werden, ne? Ich meine, das Gute ist natürlich dabei, dass man dann häufig oder dann sehr bald sich dann gemerkt hat, dass bestimmte Tools recht gut funktionieren und auch recht intuitiv sind. Und auf die dann halt immer wieder dann zurückgegriffen wurde. Man hat dann sich eine gewisse Pfadabhängigkeit geschaffen. Danke mal für das Stichwort, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, Schule ist in allgemeiner Perspektive natürlich immer vom Lehrplan her gedacht. Da gibt es Anforderungen, die im Lehrplan formuliert werden. Aber wie hat sich denn in der digitalen Unterrichtsgestaltung das vielleicht verändert? Habt ihr da auch manchmal von den Werkzeugen her gedacht, so zum Thema nichtlinear, kollaborativ, medial? Waren das Punkte, die eine Rolle gespielt haben? Und habt ihr von den Werkzeugen her gedacht? Ja, sehr stark sogar. Also musste man ja im Grunde genommen, ne? Man hat sowohl vom Lehrplan her, also vom Lehrplan her hat man gedacht, vor allem thematisch, ne? Es ist nun mal so, dass zum Beispiel in meinem Fall in der 9. Klasse das Thema in Politik, Demokratie in Deutschland Thema ist und davon bin ich dann ausgegangen. Die konkrete Ausgestaltung, wie dann einem die Lehrpläne an die Hand geben, ne? Was da für Kompetenzen geschult werden sollen oder sowas. Die hat man natürlich aufgrund des Fernunterrichtes dann nicht mehr so stark berücksichtigt. Da ist man dann halt eher von den Werkzeugen her auch ausgegangen. Also welche Werkzeuge kann ich nutzen, um die Themen,
dann irgendwie zu behandeln und dann idealerweise noch auch eine Kompetenzschulung zu erreichen. Diese Kompetenzschulung aber natürlich halt irgendwie auch anders ist als die, die vom Lehrplan, also vom Rahmenlehrplan vorgegeben ist. Ne? Konnten denn das Projekt, in dem wir uns getroffen haben, die OER-Werkstätten, die waren ja ein Coaching und Workshop zu eurer Arbeit, zu diesen Tools. Inwieweit hat es euch tatsächlich jetzt in der Krise und im Fernlernen unterstützen können? Das hat mich recht weitgehend unterstützt, da das für mich zum Zeitpunkt kam, wo wir ja noch nicht wieder dann im Wechselunterricht bzw. Fernlernmodell waren, sodass ich mich dann darauf besser vorbereiten konnte, weil ich dabei einiges an Tools, an Werkzeugen kennengelernt habe, die ich dann nachher halt einsetzen konnte. Genau. Okay, also vor allen Dingen so eine Übersicht über die Werkzeuge. Genau, ja, und plus halt natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, zu dem Nachdenken generell, was kann eigentlich Didaktik sein? Auch diese Frage, ne, was stehen eigentlich abgesehen vom inhaltlichen Vermitteln, was stehen eigentlich jetzt für Kompetenzen, die ich vermitteln will, im Mittelpunkt? Hast du denn im Anschluss an unsere Werkstätten auch mal geschaut, was es ansonsten noch an freien Bildungsmaterialien zu finden gibt? Also spielen die auch bei deiner künftigen Unterrichtsplanung eine Rolle? Die haben sogar schon vor dem Workshop für mich eine Rolle gespielt, einfach weil freie Unterrichtsmaterialien, denke ich, ein sehr guter Zugang sind, damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss als Lehrkraft und das ein sehr guter Fundus ist, der vor allem auch eine Aktualität zum großen Teil der genau zwei Sachen eigentlich aufweist. A, Aktualität stärker als die quasi klassischen Schulbuchmaterialien und B, die auch vom thematischen Zugriff halt eher vielleicht jenseits der klassischen Module liegt, wo Themen behandelt werden, die jetzt zum Beispiel im Geschichtsunterricht nicht die klassischen französische Revolution ist, sondern es gibt natürlich da dann halt auch entsprechende Seiten, die sich halt auch mit eher marginalen Themen beschäftigen, recht viel, ne? Also zum Beispiel die haitianische Revolution oder genau den deutschen Kolonialismus. Und dazu gibt es ja schon an den verschiedenen, Didaktiklehrstühlen der Republik bzw. den allgemeinen Erziehungswissenschaften gibt es dort auch schon relativ viele Projekte zu recht vielen Themen. Und auf die habe ich auch schon vorher in meiner regulären Unterrichtsplanung immer recht viel zurückgegriffen. Tatsächlich durchaus an, dir anzumerken oder deine Erfahrungen konnte man dir anmerken. Ich hoffe, dass das natürlich auch in die Breite wirkt, weil die Vorteile hast du gerade schon beschrieben und vor allen Dingen die Weiternutzung und Weiterentwicklung von solchen Materialien, ohne ständig darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen man sie jetzt benutzen kann, kann durchaus helfen. Jetzt haben wir natürlich neben den freien Bildungsmaterialien auch sehr verschiedene Tools, Werkzeuge, Online-Werkzeuge benutzt. Welches war denn so dein liebstes Werkzeug und was ist so deine Wahrnehmung der SchülerInnen? Was haben die am liebsten genutzt? Also ich fand an Werkzeugen fand ich sehr schön CodeMD, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ich am meisten genutzt habe, war jedoch Padlet, auch weil wir darüber dann wir eine Schullizenz von Padlet dann bekommen haben und ich darüber dann halt das vielfältig verwenden konnte. Also nicht nur für einzelne Unterrichtsprojekte mit bestimmten Klassen, sondern auch zum Austausch mit zum Beispiel im Fachbereich mit FachkollegInnen über bestimmte Themen, über auch Themenbereiche wie Sprachbildung. Das wird mittlerweile halt recht viel über Padlets gemacht, auch bei uns dann halt quasi interne Kommunikation bzw. die kollaborative Arbeit innerhalb des Kollegiums. Das fand ich sehr gut. Allerdings habe ich festgestellt, dass Padlet von der, also recht hohe, eine hohe Anforderung an die SchülerInnen stellt bei der Nutzung, besonders für diejenigen, die nicht viel Erfahrung haben und oder lediglich mit einem Handy unterwegs sind oder mit einem Mobiltelefon unterwegs sind, weil da hat sich das, war das recht schwierig für die und erstmal nicht so intuitiv. Weshalb ich das auch nur in höheren Klassenstufen dann eher eingesetzt habe als jetzt in der 7. Klasse. Konkret, ich habe das. Was hat sich für die 7. Klasse dann eher angeboten? Gab es da irgendwas anderes, was dir da... Ja, in der 7. Klasse war, was alle sehr gerne gemacht haben, immer waren Quizzes. Weil halt ne, dieser Gamification-Faktor
und das eventuelle auch gegeneinander spielen, hat sich dort, war sehr motivierend für alle. Also da gab es immer eine sehr hohe Beteiligung bei. Also genau. Quizlet, Kahoot waren da die Werkzeuge, die recht gut ankamen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen schon langsam zum Ende des Interviews, aber es gibt noch drei Fragen, die ich in der Pipeline habe. Zum einen möchte ich ganz kurz mal von dir hören, was denkst du, ist die kostbarste Ressource im digitalen Lernen? Ja, ich würde nach wie vor sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Ressource ist, aber ich denke, das Wertvollste beim digitalen Lernen ist nach wie vor die Beziehungsarbeit. Dass die Grundlage für das weitere Vorgehen nach wie vor bildet. Einfach die Kommunikation, auch genau das ständige In Kontakt treten mit den SchülerInnen, die ja meistens viel alleine zu Hause sitzen, um da eine Motivation und auch einen kontinuierlichen Prozess aufrechtzuerhalten. Deswegen würde ich sagen, die eigentlich, ja, genau, die Beziehungsarbeit mit den SchülerInnen ist nach wie vor das Wichtigste, weil das die Voraussetzung aller anderen Schritte auch im digitalen Lernen ist. Ja. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft riskieren, was glaubst du, wie wird das neue digitale Normal in Schule nach der Krise aussehen? Ich würde denken, dass sich nicht so viel, also ich glaube fast, dass wir recht viel wieder auch durchaus zu den klassischen 45-Minuten-Unterricht im Präsenz zurückkehren werden. Dieses jedoch dann stärker mit durch die Nutzung von digitalen Werkzeugen, von den Einsichten, die wir jetzt gewonnen haben, erweitert wird, zum einen in dem normalen Unterricht, genau, in den Unterricht einfach integriert werden stärker, ne? Also dass ich dann quasi digitale Tools auch gemeinsam im Klassenraum nutzen kann, zum einen durch jetzt die schon erfolgte Medienbildung, ne, bei den SchülerInnen, wird das leichter, zum anderen natürlich durchaus auch durch die technische Infrastruktur. Wir wissen alle, dass die Pandemie jetzt ein Beschleuniger war, auch zur technischen Ausstattung der Schulen. Genau, damit ist aber natürlich das Hauptproblem noch nicht gelöst. Selbst wenn wir die Technik haben und die Ausstattung, stellt sich immer noch die Frage, die du eingangs schon erwähnt hast, und zwar, wie sieht eigentlich eine digitale Didaktik aus? Was wären so erste Ansätze, die du vielleicht weiterverfolgen würdest, wenn man sowas entwickeln sollte? Und welche Rolle spielt dabei vielleicht auch Open Educational Resources? OERs können zunächst die inhaltliche Basis oder müssen im Grunde genommen die inhaltliche Basis einer digitalen Didaktik bilden. Allein schon aus Rechtegründen, denke ich, aber auch wegen eben genau der Möglichkeit ihrer Bearbeitung, der Weiterentwicklung, der Einbindung in verschiedene Kontexte, wohingegen natürlich klassische Schulbuchmaterialien, klassische Bildungsmaterialien eher starr sind, sowohl in ihrem Layout als halt auch in der Handhabbarkeit. Und wie allerdings eine digitale Didaktik, welche Schritte dort notwendig sind oder die ich verfolgen werde, sind mir eigentlich im Grunde genommen zwei Punkte irgendwie jetzt untergekommen. Also zum einen die stärkere Integration von technischen, also von digitalen Angeboten beziehungsweise digitalen Werkzeugen in den klassischen Unterrichtsverlauf. Das wäre quasi die konservative Fluchtlinie. Und die eher innovative, progressive wäre, dass wir diesen gesamten Fixierung auf den Unterrichtsverlauf von, ne, mit Einstieg, Erarbeitung, Sicherung und dann Urteilsbildung/Transfer, dass wir das neu denken, nicht mehr auf die 45 Minuten hin, sondern dass wir gucken, welche von diesen Phasen kann ich in welchem sozialen Raum oder in welcher sozialen Zusammensetzung am besten oder am sinnvollsten, ja, welche von diesen Phasen kann ich am sinnvollsten dort dann halt nutzen oder halt herstellen. Also beispielsweise die Frage, kann ich Erarbeitungsphasen, die meistens ja eine
Stillarbeitsphase sind zunächst, ne, auch wenn man dann danach in quasi Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten geht, inwiefern kann ich die quasi auch aus dem Unterricht, aus dieser Präsenz, die erfordern eigentlich keine Präsenz aller Menschen gleichzeitig im Raum, wie kann ich die vielleicht ausgliedern? Wie kann ich dort halt auch kollaborativ, also auch Gruppenarbeiten, wie kann ich die halt außerhalb quasi der Präsenz auch sinnvoll dort einsetzen? Das wäre so die bisschen progressivere Idee, die sich für mich ergeben würde, also die Fluchtlinie. Genau, wie können wir im Grunde genommen unsere Didaktik dort neu denken über Präsenz, Nichtpräsenz, welche Phasen, wie müssten sich da auch die Phasenstruktur verändern der klassischen Unterrichtsstunde? Ja, das war auch in vielen Gesprächen, die ich mit Lehrkräften jetzt in den letzten Monaten hatte, glaube ich, der Hauptpunkt. Die 45 Minuten sind kein wirklich handhabbares Maß, wenn es um Fernlernen geht. Da muss man in größeren Einheiten denken, anders strukturieren. Da würde ich dir sofort recht geben. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Einblicke, sowohl in deinen Arbeits- und Schulalltag, als auch die Einblicke in das, was du darüber nachgedacht hast in der letzten Zeit, weil genau das ist die Arbeit, die wir jetzt machen wollen und das ist auch das, was wir nach außen bringen wollen. Schule ist nicht stehen geblieben, das ist, glaube ich, mir klar geworden, ist auch dir klar geworden, da hat sich was getan. So ein allgemeines Schulbashing geht wahrscheinlich daneben, aber es kann natürlich trotzdem mehr getan werden und ich bin froh, dass ich so tolle Beispiele wie dich auch in der OER-Werkstatt habe kennenlernen dürfen. Also danke nochmal. Und ich wünsche dir ansonsten noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass Ebenso. du vor allen Dingen die Beziehung zu deinen SchülerInnen weiter gut aufrechterhalten kannst, ob digital oder in Präsenz. Und ja, wünsche dir noch viel Glück bei deinen nächsten Arbeitsschritten. Danke. Ja, dir ebenso.